da mittlerweile 15. Femizid, den wir heuer in Österreich zu verzeichnen haben, mit, sagen wir, noch einen sehr offenen Hintergründen. Es ist so, dass am Montagnachmittag ein Paar aus syrischen Kurden in einer Wohnung, aus welchen Gründen auch immer, in Streik gekommen sind, wobei der Ehemann, der erst seit einem Monat in Österreich ist, wohingegen die Gattin, die war schon 2 Jahre da, sie ist vorgezogen, hatte schon eine Asylberechtigung, er hat jetzt im Zuge der Familienzusammenführung versucht, auch hier sich ein Leben aufzubauen mit den 3 gemeinsamen Kindern, 3, 6 und 10 Jahre alt. Und wir haben mit der Familie gesprochen und es heißt eigentlich, sie haben sich sehr geliebt. Sie kennen sich schon, seit die Teenager sind, haben schon vor Jahren geheiratet und haben eigentlich nur sehnsüchtig darauf gewartet, in Österreich zusammenzukommen. Wir wären auch an einem Abend essen gegangen oder wir hätten gemeinsam was unternehmen wollen. Die Kinder sind mit einer Tante weg. Und dann, wie aus dem heiteren Himmel, also wie aus dem Nichts, soll dann diese Bluttat passiert sein, mit einem Küchenmesser in der Wohnung. Ja, das ist der momentane Stand. Die Kinder, die 3, die haben nur die Polizei kommen gesehen, gehört, wissen aber noch nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Laut der Schwester, mit der wir ein bisschen in Kontakt sind. In den vergangenen Tagen war immer zu hören, die Frau wollte sich von ihrem Mann trennen. Stimmt das? Naja, das ist das Amt, das ist das offensichtliche Motiv, was immer da liegt. Aber wir haben mit der Schwester gesprochen und die sagt, das sei nicht der Fall gewesen. Also ob das jetzt eine Schutzbehauptung ist oder ob tatsächlich keine Eifersucht im Spiel war, das ist schwierig. Die Familie, also die meinen eher, dass es Geldprobleme gegeben haben, die ihm über den Kopf gewachsen seien. Und er da in einem, vielleicht in einer Affekttat oder im Überschwang da zum Messer gegriffen hat. Ich glaube das weniger. Ich habe mir auch ihre TikTok-Welt angeschaut und da gibt es schon sehr viele Herzen, die durch die Gegend fliegen. Das ist eine sehr schöne, sehr aparte Frau. Also, und er war jetzt wirklich 2 Jahre lang nicht da, hat große Sehnsucht gehabt, war jetzt seit 2 Monaten erst in Österreich. Also da kann ich mir schon eher einen emotionalen Hintergrund vorstellen. Aber es ist, die Familie sagt, unerklärlich. Der mutmaßliche Täter hat ja nach dieser abscheulichen Tat einen Suizidversuch unternommen. Er liegt mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus. Wie geht es ihm aktuell? Naja, er ist aus dem Fenster gesprungen im 3. Stock und liegt im Koma. Also er kämpft selbst jetzt mit dem Leben. Es ist unverändert in Lebensgefahr. Ja. Also man weiß noch nicht, ob er es überleben wird. Blicken wir noch auf die Situation der Familie. Wissen die Kinder schon, was passiert ist? Ja, wie ich schon angedeutet habe, die Kinder, also das ist ein Mädchen mit 3 Jahren und 2 Buben, 6 und 10 Jahre alt, die waren mit einer Tante zum Tatzeitpunkt spazieren und sollen jetzt langsam, behutsam erfahren, was passiert ist. Die Familie hofft da jetzt auch auf Unterstützung durch Psychologen, durch die Stadt Wien. Werden wir schauen, das werden sie auch sicher erhalten, um den Kindern das beizubringen. Weil die wollten ja quasi mit den Kindern, das war auch der Knackpunkt dieser Beziehung, sie sind nach Österreich, um den Kindern ein sicheres Leben zu bieten. Sicherheit ist genau das Thema, auf das ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Auch in den letzten Tagen wurde auch von Seiten der Politik immer wieder diskutiert, wie sicher sind Frauen hier bei uns in Österreich? Was kann man tun, um solche Femizide zu verhindern? Kann die Politik überhaupt irgendwas tun? Ich finde dieses Maßnahmenpaket immer sehr, sehr ehrenvoll und auch sehr, sehr, sehr rührend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in so einem Massenfeminiziden durch kleine Maßnahmen finden kann. Da gehört so eine große Einstellungsänderung und in den Lauf der Welt zu ändern. Ob man die Frauen mehr schützen kann, weiß ich nicht. Man kann ihnen mehr Sicherheit geben, ja, das schon. Und ihnen mehr Bewusstsein geben, dass das, was sie tun, auch in Ordnung ist und sich rechtzeitig auch Hilfe suchen, wenn tatsächlich Anzeichen gibt, dass der Mann irgendwie gefährlich werden könnte. Nur es gibt ja auch Beziehungen, wo du nichts merkst bis zum Schluss. Wo du es voraus so in einem goldenen oder vergoldeten Käfig oder in einem Gefängnis lebst, wo du dich auch nicht traust, unter Umständen um Hilfe zu rufen. Also das ist schon sehr schwierig, in die Situation reinzukommen. Ja. Es ist eine Tatsache, dass die Femizide in den letzten Jahren massiv zugenommen haben hier bei uns in Österreich. Wenn du jetzt auf den europäischen Vergleich blickst,
Ist der Österreich ein trauriges Beispiel, dass die Femizide massiv zugenommen haben, oder ist es in anderen europäischen Ländern ebenso der Fall, dass die Femizide immer mehr werden? Es fällt auf. Es fällt auf. Wir sind in der Statistik vorne. Also das ist jetzt hat sich nicht geändert. Also das, im vorigen Jahr waren wir an erster Stelle und ich glaube, heuer hat sich nichts geändert. Aber es ist schwer erklärlich, warum das gerade bei uns so ist. Also das ist, wir haben keine andere Zuwandererstruktur als Deutschland oder andere vergleichbare EU-Staaten. Warum hier ein Gefälle ist, das, also mir selbst ist es unerklärlich. Lassen sich bei uns in Österreich Parallelen ziehen zwischen den verschiedensten Femiziden der letzten Monate und Jahren, oder ist jeder Fall sehr individuell hier? Nein, mir fallen zwei Sachen auf. Das eine sind Femizide von Söhnen gegen ihre Mütter, wo junge Burschen bis unter 30 einfach nicht in ihr Leben finden und ihre Perspektivlosigkeit und teilweise auch ihre psychischen Zustände an der Mutter abreagieren, ist der eine. Und die andere Seite sind schon diese klassischen Beziehungsdaten, die durchaus auch in den patriarchalen Familienstrukturen mehr zu finden sind, wo durch die Verlustangst des Mannes so groß ist, dass er die Frau einfach nicht gehen lässt. Ja, das sind die zwei Schienen, die mir auffallen, die zunehmen.